Mr. Franco, hello. How are you? Hi. Can you sign my cover, please? Oh, Frank. Hi. Die bekannteste und erfolgreichste Schauspielerin in Deutschland. Man kann das gar nicht glauben. Sie steht meistens seit fast 50 Jahren schon vor der Kamera. Sie hat wirklich in unzähligen Kino- und Fernsehproduktionen mitgewirkt. Sie hat in den 80er Jahren gemeinsam mit Dieter Krebs die wirklich Fernsehgeschichte geschrieben mit SketchUp, das wissen Sie alle. In den 90ern war sie als Kommissarin Rosa Roth zu sehen und in einer noch sehr von Männern dominierten Krimi-Branche hat sie sich da schon durchgesetzt. Sie ist ein Publikumsmagnet und spielt in vielen, vielen großen Produktionen mit, wie zuletzt zum Beispiel in Das Zeugenhaus oder Der Wagner-Clan. Neben diesen vielen, vielen Aktivitäten vor und hinter der Kamera ist sie auch noch Präsidentin der Deutschen Filmakademie und sie nimmt sich sehr viel Zeit für ihr gesellschaftspolitisches Engagement. Die Aussöhnung zwischen Deutschland und Israel liegt ihr sehr am Herzen und das hat ihr nicht nur das Bundesverdienstkreuz eingebracht, sondern auch sehr viel öffentliche Anerkennung. Meine Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass sie heute da ist. Sie ist ab dem 19.02. mit ihrem neuen Kinofilm dann auch auf der großen Leinwand wieder zu sehen. Und ich glaube, der Titel könnte nicht besser passen. Der heißt nämlich Traumfrauen. Moderiert wird das Gespräch von Britta Bürger. Und ich bitte die beiden jetzt herzlich hier auf die Bühne. Iris Berben, Britta Bürger. Schön, dass Sie alle gekommen sind und zu einer Radioübertragung. Ich habe das gar nicht gewusst, dass auch Publikum dabei ist, aber das macht es eigentlich ein bisschen leichter vielleicht, so eine Stunde im Radio zu füllen. Genau, das bleibt eine Radiosendung. Schön, dass Sie alle da sind. Die Details für Dr. Soldira haben Sie alle gehört. Wundern Sie sich nicht, wenn ich zwischendurch so kleine Zwischenmoderationen mache. Das gehört zum Format unserer Sendung, die ja dann morgen mit Musik ausgestrahlt wird inzwischen. Dass er nur so zwischendurch immer mal wieder eine kurze Moderation da reinschieben. Das soll uns nicht stören, 45 Minuten miteinander im Gespräch zu sein. Und das zeichnen wir jetzt auf. Deutschlandradio Kultur im Gespräch, heute direkt von den Internationalen Filmfestspielen Berlin am Potsdamer Platz mit Blick auf den roten Teppich, über den Iris Berben schon sehr, sehr häufig geschritten ist als Schauspielerin, als Präsidentin der Deutschen Filmakademie und natürlich auch als kinobegeisterte Zuschauerin. Schön, dass Sie für uns Zeit gefunden haben in all dem Trubel. Ja, das habe ich sehr gerne gemacht. Vielen Dank für die Einladung. Wie ist das hier bei der Berlinale für Sie? Sind Sie da vor allen Dingen als Präsidentin der Deutschen Filmakademie gefragt oder müssen Sie für Ihre eigenen Projekte richtig netzwerken? Also ich sehe es eher in meiner Funktion als Präsidentin. Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht gewusst, was dieses Amt alles beinhalten kann. Es ist viel mehr Arbeit und das meine ich nicht in Form von Lamoyanz oder Beschwerde, sondern es ist eine ungeheuer komplexe, spannende Aufgabe. Ich lerne tatsächlich über meinen Beruf so viel mehr. Ich lerne über die Branche so viel mehr, vor allem über die vielen offenen Fragen, die vielen Veränderungen, die anstehen, die vielen Bedürfnisse, die in den unterschiedlichen Gewerken sind. Und als Schauspielerin habe ich mich bis zu dem Zeitpunkt meiner Wahl eigentlich sehr viel weniger mit diesen Internas auseinandergesetzt. Aber natürlich ist es spannend, auch für einen Schauspieler festzustellen, wie komplex das eigentlich alles ist. Was es bedarf, dass wir Filme machen können, machen dürfen, in welcher Form wir sie machen können, wie sie vermarktet werden. Und insofern ist die Berlinale für mich doch eher eine Plattform für die Akademie geworden. Aber das Netzwerken gehört wahrscheinlich auch dazu. Es gibt ein sehr schönes Gesprächsbuch, das der Kollege Christoph Arment vom Zeitmagazin mit Ihnen gemacht hat, in dem Sie beschreiben, wie Sie trotz Ihrer Prominenz selbst extrem viele Anstrengungen unternehmen, damit Filmprojekte überhaupt durchkommen. Ich hätte gedacht, das machen nicht die Schauspieler. Ja, ich glaube, es kommt darauf an, wenn es ein Stoff ist, für den man brennt, den man unbedingt machen möchte. Also das letzte, sagen wir mal, lange Netzwerken und ein langer Atem, den ich gebraucht habe, oder nicht nur ich, vor allem die Produktion, der Produzent und viele Beteiligte war der Film
Zeugenhaus. Und beim Zeugenhaus ist von der Idee bis zum wirklichen Drehen sind 4,5 Jahre vergangen. Und das sind, manchmal sind es die Themen, für die man hart kämpfen muss, weil vielleicht andere das Gefühl haben, das ist ein Thema, was kein Publikum findet oder was ein Nischenprogramm ist. Und es bedeutet dann eben viel Atem zu haben und viel Netzwerk zu machen, um, ja, ich nenne das dann immer die Komplizen, zusammenzukriegen, dass man diese Stoffe, die dann vielleicht spröde sind und anstrengend sind und schwierig sind, durchzusetzen. Also man braucht, es ging mir nicht anders, es kommt der Tag für den Kinofilm, ein kleiner Film über die Raff. Aber da finden sich dann einfach ein paar Leute, da verzichtest du auf deine Gage und sagst, ich will diesen Film machen und suchst eben mit anderen zusammen, dass er auch hergestellt wird. Also das kommt immer sehr darauf an, ob das welche individuellen Bedürfnisse es sind zu einem jeweiligen Produkt. Mit Ihrem Produzenten, nämlich Ihrem Sohn Oliver Berben, haben Sie ja schon einen sehr guten Komplizen gefunden. Ja, der kann ich ganz schnell anrufen. Wer sind andere Komplizen? Ach, da gibt es einfach, es gibt Drehbuchautoren. Es gibt auch wirkliche Komplizen, natürlich in meiner Branche, wo ich sagen würde, also in meinem Schauspiel, meine Schauspielkollegen. Das würde ich nicht ad hoc sagen, sondern es gibt schon welche, die sich auch da unterscheiden, welche, die sich sehr persönlich einbringen, die ihren Beruf auf eine sehr ähnliche Weise definieren, wie ich das tue, die mit Leidenschaft und mit, ja, mit einfach auch immer mit dem Handwerk wirklich punkten wollen, also die sich nicht ausruhen, die weitergehen wollen, die Umwege auch nicht scheuen, die man gehen muss, die sich nicht ausruhen dann auf einem, sagen wir mal, auf einem Genre oder auf einer Plattform, wo sie großen Erfolg haben, sondern die sagen, gut, dieser Erfolg, was ich immer denke, was bedeutet es, populär zu sein? Damit kannst du arbeiten, damit kannst du umgehen. Das ist eine Form von Macht. Ich finde, von einer positiven Macht, die man hat, nämlich damit umzugehen, sie einzusetzen und für Produkte zu kämpfen, die man sich selber vielleicht vorstellt oder wo es andere gibt, denen man Hilfestellung leisten kann dadurch, weil man eben eine Prominenz hat, die man aber dann auch einsetzen muss. Also sich nur darauf auszuruhen und den roten Teppich auf- und abzulatschen, ist irgendwie ein bisschen zu wenig. Ja, und auch zu wenig, sich auf der Masche auszuruhen oder in der Schublade auszuruhen, ja, in der man drinsteckt. Aber lassen die heutigen Produktionsbedingungen überhaupt zu, immer wieder Neues zu wagen und Schritt für Schritt, so wie man sich selbst weiterentwickelt, an seine Grenzen zu gehen? Sie sprechen natürlich ein Thema an, was uns alle angeht. Wir bekommen immer weniger Zeit fürs Drehen, es ist immer weniger Geld da. Uns fehlen die Proben. Wir springen oft ins kalte Wasser. Es ist eigentlich die Zeit, die verwandt werden müsste, dass man im Vorfeld sich auseinandersetzt über diesen Film, in welcher Form, wo man noch den Bedarf sieht, etwas zu verändern. Das sollte alles im Vorfeld passieren. Das sollte nicht erst am Tag des Drehens sein. Wir haben eh ein so straffes Programm. Und gerade weil, Sie sprechen darauf an, wo kann man jetzt noch Wagnisse eingehen, das ist das eine. Auf der anderen Seite bin ich dann auch jemand, der denkt, Druck kann auch ganz gut die Kreativität auch irgendwie unterstützen. Aber es gibt Menschen, die unter Druck eher zumachen. Und es gibt Menschen, die mit Druck gut arbeiten können und es quasi auch als wie ein Motor sehen. Es gibt sie, es gibt diese Wege, die man eingehen kann, wie gesagt, immer mit Komplizen sie zu suchen, dass man sagt, wir versuchen jetzt etwas Neues, wir müssen uns sowieso alle umstellen. Kino und Fernsehen wird in dieser Weise, wie es jetzt noch stattfindet, nicht mehr stattfinden. Fernsehen wird nicht mehr so stattfinden, wie es jetzt stattfindet. Wir haben Netflix, wir haben Fernsehen on Demand, wir haben junge Leute, die in ihrer eigenen Lebensweise sich die Filme runterladen, wann sie sie sehen wollen. Wofür ich kämpfe und warum ich die Präsidentschaft auch immer noch aus vollstem Herzen und Überzeugung mache, ich
kämpfe fürs Kino, ich kämpfe fürs Arthouse-Kino, ich kämpfe dafür, dass wir das Publikum ins Kino bekommen. Ich kämpfe für den deutschen Film. Und wir haben ein verdammt gutes Fernsehprogramm und das hindert viele Leute, ins Kino zu gehen. Wir müssen uns aber auch vom Kino unterscheiden. Unsere Kinofilme sind manchmal zu nah am Fernsehen dran. Also wir müssen wieder Kinobilder und Wagnisse und Statements setzen, die einfach auch nur im Kino möglich sind. Sie haben eben über den Druck gesprochen. Wer hat zuletzt auf Sie richtig gut Druck ausgeübt? Ich glaube, ich drücke bei mir am selbst am meisten. Mein eigener Druck ist schon eigentlich einer, der mich auch immer antreibt. Und ich wünschte manchmal, ich könnte mich von meinem eigenen Druck befreien. Aber ich bin auch jemand, der weniger die Messlatten außen eigentlich angetragen werden. Das sind oft gar nicht meine eigenen. Ich bin da ganz woanders. Oder mir sind auch immer ganz andere Filme wichtig, als die, sagen wir mal, auch ein bisschen so einen Selbstverlauf nehmen könnten. Also klar kämpft man letztlich immer dafür, für die kleinen Sachen und für die schwierig sind und die man gerne durchsetzen möchte. Sie unterstützen auch die Initiative Pro Quote Regie, diesen Zusammenschluss von Regisseurinnen, die was daran ändern wollen, dass die staatliche deutsche Filmförderung und auch die öffentlich-rechtlichen Sender so unverhältnismäßig wenig Projekte von Frauen unterstützen. Wie kommt es zu dieser wahnsinnigen Schere noch im Jahr 2015? Ich muss Sie ein bisschen korrigieren. Ich unterstütze Pro Quote nicht in Form der Quote, die ich einfordern möchte. Ich bin dem gut geneigt, aber ich bin ein Gegner der Quote. Ich bin vielleicht auch eine Generation, ich bin 1950 geboren. Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich dachte, dass wir das Thema Quote im Zusammenhang mit Frauen mit dem Anliegen unserer Frauen beruflich, gesellschaftlich, also dass wir das längst überholt haben. Haben wir nicht. Ich habe aber immer Magenschmerzen, eine Quote wirklich einzufordern. Aber meine ganze Sympathie ist natürlich da und es ärgert mich auch, dass man eigentlich dahin kommen muss, dass man eine Quote einfordern soll. Aber es ist in der Tat so, dass in den Hochschulen eigentlich ein Gleichgewicht herrscht von männlichen und weiblichen Absolventen und in der Praxis tatsächlich die Frauen maximal mit 30% vertreten sind. Da ist eine Schieflage und ich habe nur ein bisschen Angst. Quote und Kreativität. Ja, aber schaffen Sie es auf einem anderen Weg, in etwa in Diskussion mit Ihrem Sohn Oliver Berben in der Produktionsfirma? Wie sieht es da aus mit der Quote bei seinen Produktionen? Also ich glaube, Oliver ist auch jemand, der da sehr offen ist, der diese Thematik sehr genau kennt. Schon allein aus dem Elternhaus kennt er sie. Aber es wird eben, und das macht es vielleicht auch ein kleines bisschen schwierig, wenn du über Kreativität nachdenkst, und da eine Quote einforderst. Ich glaube eben einfach, es muss sich durchsetzen. Ich weiß nicht einmal genau, wie man das machen kann. Ich bin auch in einer ganz fatalen Situation. Ich habe im letzten Jahr 4 Filme gemacht. Es waren 4 Filme mit Frauen. Ich habe unter der Regie von Frauen, unter der Kamera von Frauen gedreht. Also ich war gerade in so einem Flow von Frauen und habe mich sehr wohl gefühlt. Mache übrigens sowieso keinen Unterschied zwischen Frauen in der Regie und Männern. Es ist der Beruf, es ist die Leidenschaft, es ist das Handwerk. Es gibt laute, introvertierte, fordernde Frauen und eben solche lauten, introvertierte, fordernde Männer. Es gibt brüllende Frauen, es gibt brüllende Männer. Es ist überhaupt kein Unterschied da. Aber natürlich finde ich es auch ärgerlich, dass wir da, speziell auch im Fernsehbereich übrigens ist das, dass die Regie der Frauen da immer noch hinterherhinkt. Ich kann immer nur, ich glaube, man sollte appellieren und man sollte einführen, man sollte Gespräche führen, man sollte mit den Produktionen Gespräche führen und sie da quasi hinzwingen. Ich weiß, dass die Quote ein Weg sein kann. Ich weiß aber auch, dass die Quote bei ganz vielen was verhindert. Wir sind heute mit der Schauspielerin Iris Berben im Gespräch. Deutschlandradio Kultur direkt auf der Berlinale an Potsdamer Platz mit Blick auf den roten Teppich. Beim Lesen der vielen Drehbücher, Frau Berben, da lesen Sie wahrscheinlich sich selbst immer gleich mit. Was aber gibt dann wirklich den Ausschlag, ja oder nein zu einem Projekt zu sein?
Es hat eigentlich damit zu tun, berührt es mich? Berührt mich eine Figur oder berührt mich ein Thema? Manchmal ist es in einem Drehbuch noch nicht hundertprozentig auch, dass ich denke, ja, so würde ich die Rolle gerne übernehmen. Oder auch, ich lese ja nicht nur meine Rolle, ich lese ja auch die Rollen der anderen. Also das kann man ja nicht voneinander trennen. Das ist ja etwas, was wir miteinander machen. Und man kann nicht nur auf sich selber einen Blick haben als Rolle, sondern man sieht natürlich das Ganze. Aber es muss ein Berührungspunkt, es muss etwas sein, was mich zum Lachen bringt, wütend macht, zum Heulen bringt, zum Nachdenken bringt. Es muss eine Emotion fordern. Und dann habe ich Lust, weiter zu lesen oder manchmal auch weiter zu diskutieren über etwas. Ganz selten hat man ein Drehbuch, es ist mir wirklich in der Tat so gegangen, bei ein paar Büchern, wo man nichts mehr verändern wollte, gar nichts, also es, bis zum Komma. Du hast ja als Schauspieler ganz gerne auch mal, dass du versuchst, die Texte dann ein bisschen, sagen wir mal, in deinen Sprachduktus zu bringen, wenn es dann ein Stoff der heutigen Zeit ist. Ich habe ein paar Mal Filme gehabt, wenn du an solche Drehbuchautoren dann kommst, wo du wirklich bis zum Komma, du merkst, der Rhythmus, wenn du ihn veränderst, stimmt er nicht mehr. Also das gibt es auch, da merkst du, das ist eine Stimmigkeit, da hat jemand allen Figuren Platz gegeben, da ist für jede einzelne Figur die Biografie, die es braucht, um das zu einem Ganzen zu führen. Ja, das sind so die Kriterien eigentlich beim Drehbuchlesen. Haben Sie schon mal völlig daneben gegriffen? Und ja. Erst zu spät gemerkt? Ja. Also komischerweise, ich denke ja, also daneben gegriffen war übrigens, das muss man unterscheiden, das Danebengreifen hatte nicht eine Außenwirkung. Es war tatsächlich ein erfolgreicher Film, aber für mich war er total daneben gegriffen. Und das ist mir die beiden Male passiert, wo ich aus reinem eiskalten Kalkül gesagt habe, das müsste ich jetzt eigentlich machen, das passt so in deine Biografie und ich glaube, das ist etwas, was gerade Hochkonjunktur hat und alles. Ich habe mich selber einfach am meisten beschissen damit. Und ich weiß, wenn das nicht stimmt, dass dieses Bauchgefühl, was erstmal da ist, das Bauchgefühl, da ist was, was dich interessiert, da ist natürlich die Verbindung dann Intellekt und Bauch, das kann man dann gar nicht trennen, das muss miteinander arbeiten. Aber wenn das wegfällt, wenn es tatsächlich ein kalkuliertes, strategisches Denken ist, habe ich bei mir festgestellt, das funktioniert nicht. Sie haben mal gesagt, ich weiß nicht, ob solche Situationen damit gemeint waren. Sie würden ab und zu gerne mal eine Viertelstunde wie Klaus Kinski ausrasten. Ja, toben, schreien. Ja, man muss es einfach im Kontext der Zeit natürlich aussehen. Der Kinski hat sich nicht vereinnahmen lassen. Und der hat natürlich sich seine eigene Welt geschaffen, aber auf einer Plattform, wo er wirklich auch was anzubieten hatte natürlich. Aber er war viel unangepasster und er hat sich nicht vereinnahmen lassen und er hat sich, auch sehr egoman, der er natürlich war, einfach durchgesetzt und durchgehalten. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass man sich natürlich durch die vielen Vorgaben, die wir alle haben, und das ist ja auch alles schon ganz schön in einem Korsett, wie wir arbeiten und was man machen muss und wo man, welche Kompromisse man letztlich dann auch wieder machen muss und sich davon mal wieder frei zu machen eigentlich. Da, das sind so die Wünsche. Aber ja, sich zu gestehen, man nicht perfekt zu sein. Nicht perfekt zu sein. Ja gut, das gesteht mir eben nicht zu, dass ich perfekt bin. Ich glaube auch Perfektion, es ist übrigens um das Thema Traumfrauen zu kommen, es ist genau das, dass wir bei dem Thema oder auch dem Titel Traumfrauen eben nicht die Frauen mit den Maßen, 60, 40, 22, oder wie das heißt. Ist der Film, der jetzt kam 19. Februar in die Kinos. Ja, sondern dass wir genau über Frauen erzählen. Die Traumfrauen sind eigentlich Frauen. Ich sage zum Beispiel immer eine Traumfrau, ich empfinde mich als Traumfrau, weil ich ganz viele meiner Träume erfüllt habe. Weil ich immer neue Träume habe, weil ich versuche, mich diesen Träumen auch zu nähern. Aber es hat nichts mit diesen Hochglanzgeschichten zu tun, die uns medial vorgegeben werden.
Bleiben wir kurz bei diesem Film. Regie und Drehbuch von Annika Decker, die für Til Schweiger Kein Ohr, Hasen und zwei Ohrküken Drehbücher geschrieben hat, in einem ganz jungen Team gedreht. Sie als ältere Frau dabei in einer Komödie. Ja. Gerade in den Komödien gibt es ja für die älter werdenden Frauen oft ganz blöde Rollen. Stimmt das hier für Sie? Und obwohl wir doch wirklich viel Potenzial liefern als Eltern, als alternde Frau, finde ich, ja, um das Klischee zu erfüllen. Nein, ich finde es eine wunderbare Rolle. Ich habe manchmal ein bisschen das Gefühl, sie hat heimlich eine Doku über mich gedreht. Das hat nämlich zum Beispiel mit dem Thema Manier zu tun, ganz stark mit der Technik. Und ich sage gar lustige Sätze wie, ich habe, glaube ich, gerade das Internet gelöscht. Der hätte von mir sein können, der Satz. Ich bin also leicht überspitzt, ich gebe es zu. Es zeichnet aber ein bisschen wieder, wie ich dieser Technik stehe ich ganz offen gegenüber. Das soll es nicht heißen. Ich finde, es ist eine der aufregendsten Entwicklungen, die es überhaupt gibt. Ich gebe zu, manche Dinge kann ich nicht. Ich habe es mir erarbeitet, ein Büro zu haben, die das alles für mich erledigen. Und insofern kann ich da ganz locker drüber reden. Nein, die Rolle ist lustig. Ich bin die Mutter von Caroline Herford und Hanna Herzsprung und deren Freundin Paulina Ojinski. Und das ist eine ziemlich wilde Truppe und Elias Mbarek trifft noch darauf zu. Und ich finde, das ist ein sehr witziges, sehr heutiges Buch mit einem sehr liebevollen auf sehr unterschiedliche Frauen mit ihren kleinen und großen Problemen, die uns eben genau in der Zeitung alle wegretuschiert werden. Sie haben im Interview gesagt, dass der Spielraum für Rollen im Älterwerden eigentlich für Sie sogar größer geworden ist und größer wird. Das erstaunt einen, wenn man immer wieder hört, das ist ja auch so ein Klischee, was sich eingeschliffen hat, die Rollen für ältere Frauen, älter werdende Frauen, dass man erstmal auch gar nicht glaubt, natürlich, wenn man sie sieht. Aber es ist ja auch dieser innere Reichtum, den Sie mitbringen, eine Rolle, was mit dem Älterwerden verknüpft wird, dass der klischeehafterweise kleiner wird. Bei Ihnen ist das ganz anders. Woran liegt das, dass Frauen heute anders und später altern? Es hat sich was verändert, sicherlich in den letzten 20 Jahren. Ich kann mich erinnern, die 40 war eine magische Zahl für eine Schauspielerin. Es sei denn, sie war im Theater. Im Theater wurdest du die Grande Dame. Du konntest dann in ein anderes Rollenfach hineinwachsen. Beim Film und beim Fernsehen war man dann das graue Muttchen oder irgendwie die lustige Schwiegermutter, aber es gab wenig Substanz für Rollen. Das hat sich tatsächlich geändert. Sicherlich immer noch nicht in der Größenordnung, wie wir das alle hätten, aber ich finde, wir können eine ganze Menge Schauspieler, übrigens weltweit, Sie haben gerade über Helen Mirren haben wir gesprochen, wir können über französische Schauspielerinnen reden, englische Schauspieler reden. Es hat sich da etwas verändert und es gibt einfach jetzt auch die Rollen. Das Publikum altert ja auch mit, das ist es eben. In der Zwischenzeit ist ja das Merkwürdige, dass wir die jungen Leute nicht mehr ins Kino kriegen. Jetzt ist auch, liegt auch ein bisschen daran, dass es wieder Kinos, die sich besinnen, ein Kino auch zu einem Ort zu machen, der dann auch ein Ort des Austauschs, der auch ein bisschen was mit Bequemlichkeit, nicht eben nur mit Popcorn zu tun hat, sondern wo man sagt, ein älteres Publikum geht auch wieder gerne ins Kino, zum Austausch dort zu sitzen. Und ich glaube, das ist das eine. Aber ich denke ja auch, wenn ein Schauspieler die Jahre, die er älter wird, das sind ja die Jahre, die ihm die Möglichkeit geben, auch sehr viel genauer mit der Erfahrung in ganz andere Fächer einzutreten. Also mir ist es so gegangen jetzt in den letzten 20 Jahren, mein Repertoire wurde breiter, größer, genauer und besser. Und ich werde dieses Jahr 65 und ich habe eigentlich vor, 165 zu werden und da noch ein bisschen weiter an der Schraube zu drehen. Und die Rollen, ja, die folgen ja auch dem Leben. Wir haben eine Kanzlerin und tatsächlich spielen Sie demnächst eine Kanzlerin. Ja, es ist, ein wunderbares Buch, eine Satire. Es heißt Die Eisläuferin und nachdem wir ja tatsächlich erst zum ersten Mal eine Kanzlerin haben, ja, sie ist ein bisschen in der Art ein Vorbild. Letztlich geht dieser Film aber überhaupt um Politik und um das Thema, wie weit entfernt sich eigentlich Politik auch von den Menschen, für die sie ja gemacht wird. Also in dem Film fällt der Kanzlerin ein Brett auf den Kopf und die verliert ein bisschen
ist in ihr Bewusstsein und wacht 25 Jahre zurück wieder auf und kann sich da ja an nichts anderes erinnern und wacht wirklich auf, die Mauer muss weg. Ist ganz schlecht, wenn du natürlich im Berlin 2014 aufwachst, kurz vor einer russischen Delegation und Neuwahlen stehst und dich eigentlich nur daran erinnern kannst. Und die wird jetzt rundum von ihrem ganzen Stab eigentlich immer wieder eingesetzt auf die heutige Zeit. Aber was das Schöne an diesem Film ist, sie reagiert ohne diesen ganzen Politkorsett, was sie hat, sondern sie geht ganz gerade auf Menschen zu, die ihr von Hartz IV erzählen und von ihren Sorgen und redet, wie ein Mensch redet. Das müssen wir ändern, dann könnten wir doch das so machen, dann können wir das so machen. Und als ihr ganzer Stab bricht zusammen, ist klar, weil das ist die Politik, die keiner haben will, Politik für Menschen, wirklich die Probleme angehen. Und das ist eine überspitzte Satire, die ich eigentlich ganz schön finde. Ja. Die kommt aber erst am 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit. Könnte vielleicht ein kleiner Beitrag sein. Konnten Sie Angela Merkel irgendwas abgucken? Ich bin ihr ja einige Male begegnet. Wir haben einige Gespräche geführt, auch gerade im Zusammenhang mit der Filmakademie. Ich finde, dass sie sehr viel Humor hat. Das kommt nicht unbedingt in ihren Reden rüber. Das kommt vielleicht auch nicht in dem öffentlichen Bild rüber, was sie hat. Sie ist eine Frau, die sehr auf dem Boden steht und wirklich sehr humorvoll auch ihre Umgebung wahrnimmt. Ich glaube, da sind wir ziemlich gleich. Diesen Humor sehen wir dann. Ich hoffe. Die Schauspielerin Iris Berben ist heute unser Gast im Gespräch. Deutschlandradio Kultur sendet direkt von der Berlinale am Potsdamer Platz. Neben Deutschland und Israel, über Israel werden wir noch sprechen, gibt es ein drittes Land, das eine wichtige Rolle in ihrem Leben spielt, und zwar Portugal. Das Land, in dem ihre inzwischen über 90 Jahre alte Mutter lebt und das seit 60 Jahren. Wie geht's ihr? Meine Mutter lebt nicht mehr. Sie lebt nicht mehr. Nein. Und ich war auch sehr, wie soll ich das sagen, sie ist bereits vor 2 Jahren verstorben und ich habe es, das kann ich jetzt nach diesem Abstand sagen, war es mir möglich, das auch von der Presse fernzuhalten. Und wenn Sie das vielleicht verstehen können, es gibt zumindest den Moment der Trauer, den man alleine mit sich ausmachen möchte und den man nicht auch noch kommentiert haben möchte in der Presse. Ich kann nur ein großes Dankeschön sagen an die der Presse, die das alle wussten und stillgehalten haben und mich darin unterstützt haben. Heute kann ich darüber reden. Nein, sie ist nicht mehr bei mir, aber sie ist natürlich bei mir. Sie hat viele Jahre in Portugal gelebt und ich bin ein bisschen dort groß geworden quasi. Ich bin in all meinen Ferien nach Portugal geflogen und habe sie besucht dort. Und es ist das Land, was mir natürlich sehr nahe ist. Und sie hat dort gelebt und das kleine Häuschen, was sie da hat, das werde ich in ihrem Sinne weiterführen. Und ja, da fühle ich mich wohl. Da habe ich Schafe und Hühner und Gummistiefel und also das andere Bild, was jetzt nicht unbedingt zum roten Teppich passt. Was mir aber das Ein- und Ausatmen ermöglicht und ganz wichtig, mir ermöglicht, was ich auch brauche für diesen Beruf. Denn der besteht, ich glaube, das wissen alle, wir sind nicht aus dem roten Teppich. Das ist das Fazit manchmal eines Filmes. Das andere ist Arbeit und eine schöne Arbeit, aber eine intensive. Und ich brauche dann einfach mal so einen Ort. Das ist der Atlantik und das sind Zitronenbäume und Schafe. Ihre Mutter ist aus Deutschland weggegangen, weil sie im diplomatischen Dienst gearbeitet hat. Wie alt waren Sie da? 12. Und seitdem, eben 1962, hat sie dort auch in Portugal gelebt. Und seitdem bin ich immer wieder in dieses Land auch gefahren. Und waren aber in einem Internat, und zwar nicht in irgendeinem Internat, sondern in einem richtig strengen Sakrament. Ja, Hardcore-Katholizismus habe ich da gelernt. Ordensschwester. Ordensschwester, Sacré-Cœur, ja, mir ist das alles nicht fremd. Das ist eines der vielen Internate, in denen ich war. Man hat mich überall nur ein paar Jahre, also mal gelassen. Und dann hatte ich auch mal wieder Möglichkeiten, ein anderes zu besuchen. Sie sind von 3 Internaten geflogen, ja, muss man sagen. Aber ich versuche den Radiohörern natürlich irgendwie einen besseren Eindruck, falls dann Jugendliche da sitzen. Das ist kein gutes Vorbild. Ja, ich weiß das. Trotzdem ist was aus mir geworden. Gegen welche Regeln haben Sie verstoßen? Ach, das kann man heute gar nicht mehr sagen. Das ist so lächerlich. Es ist so lächerlich. Also man muss sich das zurückversetzen, die 60er und ja, 50er und 60er Jahre. Das kann man mit heute gar nicht mehr vergleichen. Das sind einfach, das waren
das waren so strenge Regeln und das war, man ist so von dem Leben und von der Welt ferngehalten worden. Also insofern waren das sehr menschliche, Teenager-artige, pubertäre Ausbrüche, die ich hatte. Und danach, als die Schule fertig war? Ich war ja nicht fertig, das habe ich dann auch nicht geschafft. Das hören nicht wirklich Jugendliche zu, oder? Die sind um neun in der Schule. Die sind wenigstens um neun in der Schule. Danach hatte ich eigentlich, ich wollte Jura studieren und habe immer gedacht, ich mache das Abitur noch, ich mache es noch. Und dann bin ich aber auf merkwürdigen Umwegen in die Filmerei gekommen. Uwe Nettelberg, ein wirklicher Kritikerpapst, den es damals gab für die Zeit, hat er gearbeitet. Er hat mich zu einem Film mit Rudolf Thomé geholt und so habe ich angefangen, Ende der 60er Jahre eigentlich mit dem sogenannten jungen deutschen Film mit Rudolf Thomé, Klaus Lemke, das sind die ersten Filme, die ich gemacht habe. Und dann habe ich ein paar Jahre Filme gemacht und dann habe ich den großen, großen Fehler gemacht, Fernsehen zu machen, weil Film, Kino und Fernsehen gingen gar nicht in den 70er Jahren. Das Kino hat mich verbannt und ich habe dann viele Jahre Fernsehen gemacht und heute ist es ja eigentlich eher umgekehrt. Heute partizipiert ein wenig das Kino, weil es ja auch gar nicht mehr zu trennen ist, Kino und Fernsehen, das Fernsehen produziert einen großen Teil der Filme. Die Stars, sogenannte Stars, werden im Fernsehen häufig gemacht und gehen dann ins Kino. Also es hat sich etwas total wieder umgedreht. Aber warum sagen Sie, das war ein Fehler? Sie sind damit eine der berühmtesten, wenn nicht sogar die berühmteste deutsche Schauspielerin geworden. Ja, Fehler ist auch eher in Anführungsstrichen gewesen. Aber ich wollte von der Radikalität einfach erzählen. Man war radikal für den Film nicht mehr vorhanden. Und ich hatte ja noch das Glück, ich habe so die Spaghetti-Western gedreht, die wahrscheinlich auch nur ein kleiner Teil von Ihnen jetzt noch kennt, so mit Franco Nero, Jack Palance, Thomas Milian, die dann auch irgendwie in so eine... Die wurden nicht sehr positiv besprochen und heute sind sie Kult. Heute über Spaghetti Western redet, dann sagen alle, wow, du hast mit Corbucci gedreht, du hast mit dem... Es ist ganz merkwürdig, man muss nur lange genug aushalten. Also dann ist man wieder voll dabei und hat eigentlich Trends gesetzt. Wir sind mittendrin bei den internationalen Filmfestspielen. Wir sind mittendrin bei den internationalen Filmfestspielen Berlin, Deutschland, Radio Kultur, heute im Gespräch am Potsdamer Platz mit der Schauspielerin Iris Berben. Seit Ihrem ersten Israel-Besuch, ich glaube, da waren Sie 17, setzen Sie sich 18 mal wieder für die deutsch-israelische Aussöhnung ein, gegen Rassismus, gegen Fremdenfeindlichkeit. Sie waren über 30 Jahre mit einem jüdischen Mann liiert, haben viele Freunde in Israel, unterstützen die Arbeit der Hebräischen Universität in Jerusalem, sind Leon Beck-Preisträgerin. Was ist das genau, was Sie mit Israel verbindet? Ich muss Sie korrigieren, es ist die Aussöhnung zwischen Deutschen und Juden, weniger eigentlich zwischen Israel und Deutschland. Ich komme aus einer Zeit, ich habe es Ihnen gerade gesagt, mein Geburtsjahr, ich komme aus einer Zeit, in der im Deutschunterricht das Thema Drittes Reich absolut ausgeklammert wurde. Das hatte natürlich mit einer großen Sprachlosigkeit zu tun, das hatte damit zu tun, dass Menschen Angst hatten, dieses Thema zu besetzen. Es war auch kein Schulfach, was eingefordert werden konnte. Man war zu nah dran. Und es begann damals der Sechstagekrieg und es waren alle Fragen, die man so als junger Mensch gestellt hat, dem Land Israel gegenüber. Man kriegte keine wirklichen Antworten. Es war immer ein Rückzug irgendwo. Und ich glaube, als junger Mensch, ich hoffe, das lässt später nicht nach, man hat gute Sensoren. Man merkt sehr genau, wann irgendwas ist, was problematisch ist. Und dann hakt man weiter nach. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin dann mit 18 Jahren das erste Mal nach Israel gefahren. Ich wollte 3 Wochen da bleiben. Ich bin 3 Monate geblieben, bis dann mein Visa auch abgelaufen war. Ich habe so ungeheuer spannende Begegnungen gehabt. Ich habe eine ganze Menge Überlebender noch kennengelernt, ich habe Gespräche führen dürfen und ich habe eigentlich meinen, das sage ich dann auch immer, meinen Geschichtsunterricht in Israel gehabt. Und das hat etwas in mir geweckt. Ich habe nicht gewusst, dass das mal so ein Erwecken wird, was ich durch meine Position auch mal so benutzen kann. Aber es hat etwas mit mir gemacht,
das hat etwas mit mir, an meiner Verantwortung, an meiner moralischen Verantwortung, nicht an einer, an der konnte ich ja gar nicht teilnehmen, als jemand, der 1950 geboren war, aber es hat etwas mit einer moralischen Verantwortung zu tun. Und je älter ich wurde, umso bewusster wurde mir das und je mehr ich auch in die Öffentlichkeit rückte, ich habe immer schon Lesungen gemacht, auch als mein Name eben noch nicht so oft in der Zeitung stand. Und ich habe das einfach weitergeführt, kontinuierlich weitergeführt und plötzlich wurde das wahrgenommen und plötzlich habe ich gemerkt, was man damit erreichen kann. Und dann habe ich das ganz bewusst und ganz pragmatisch eingesetzt, meinen Namen. Haben Sie dafür uneingeschränkt Anerkennung bekommen oder gab es auch Schwierigkeiten? Nein, das können Sie sich vorstellen, uneingeschränkt Anerkennung bekommt man dadurch ganz sicherlich nicht. Ich muss aber sagen, bei allem, was mich dann auch erschrocken hat, was da an Reaktionen kam und in welcher Weise und in welcher Form, ich werde das gar nicht detailliert schildern, weil ich will denen gar nicht die Plattform geben, aber das war erschreckend, muss ich aber sagen, die andere Seite, nämlich die Zurufe, die da sind, die Gegenseite, die ist größer und die ist stärker und die ist ja auch diejenige, die dir eigentlich immer wieder sagen wir mal, die Motivation weitergibt, weil manchmal möchte man schon hinschmeißen, natürlich, wenn man sieht, was passiert und wenn man sieht, in welcher Weise das passiert. Gerade werden die Diskussionen größer in Deutschland über wachsende Fremdenfeindlichkeit. Die Semperoper, der Semperopernball in Dresden, wollte Sie vor 10 Tagen jetzt geradezu zeichenhaft als Pegida-Kritikerin mit dem St. Georgs-Orden auszeichnen. Sie haben da abgesagt, wegen Krankheit. Glauben Sie, dass Sie Krankenhaus? Also ja, okay. Sie haben abgesagt, sind nicht hingegangen. Mhm. Glauben Sie, dass Sie gegen Pegida irgendetwas ausrichten könnten oder ist es das gar nicht wert in Ihren Augen? Ich bin da ganz nah an dem Sigmar Gabriel dran, dass man sicherlich sich absolut nicht mit den, sagen wir, mit Initiatoren in irgendeiner Weise auseinandersetzen muss. Aber es ist doch bedenklich und erstaunlich, dass Leute, die ja auch wirklich aus der Mitte unserer Gesellschaft kommen, sich dieser Bewegung angeschlossen haben mit so unterschiedlichen Forderungen. Also du kannst doch dann als ein Mensch, der auch informiert ist, was dort auch propagiert wird, das kannst du doch nicht trennen und sagen, gut, dagegen bin ich. Ich bin natürlich nicht gegen Ausländer, ich bin natürlich gegen Ausländerfeindlichkeit und gegen Antisemitismus und natürlich Überfremdung, das ist alles nicht mein Thema. Aber mein Thema ist, dass ich Angst um meinen Arbeitsplatz habe oder dass ich Angst um die Kita habe oder dass ich das Gefühl habe, ich werde eigentlich in der Gesellschaft nicht mehr wahrgenommen oder ich werde von der Politik nicht mehr gehört. Das kann man doch nicht alles in diese eine einzige Bewegung stecken und sich dann aussuchen, was das Thema ist. Es steht unter einem großen Schild, unter einer großen Überschrift. Und die weiß ich und die kenne ich. Und das finde ich, da müsste man mal mit ein paar Leuten, das wird ja auch gemacht, mit ein paar Leuten reden. Und nur weil jetzt ein paar Vorstände zurückgetreten sind, ist das Thema nicht vom Tisch. Von wem haben Sie, Iris Berben, Haltung gelernt? Wer war Ihr Vorbild? Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist man geprägt durch sein Elternhaus. Ich würde immer meine Oma nennen. Was war das für eine Oma? Das war eine gestandene, dicke, vollbusige, weiche, warmherzige Frau, die 7 Kinder großgezogen hat, im Leben stand und die offen war einfach. Und ich habe 2-3 Jahre bei ihr gelebt und bei ihr und meinem Großvater gelebt in einer Zeit, als meine Mutter sich scheiden ließ. Und ich habe dort ein sehr warmes Zuhause gespürt und ich habe dort sehr viel über Menschlichkeit gelernt, die mir einfach vorgelebt wurde, die auch nicht propagiert wurde. Meine Oma war übrigens eine sehr praktizierende Katholikin, die aber nie wie Gott war. Ich bin als erstes aus der Kirche ausgetreten, als ich volljährig war. Das habe ich meinen Großeltern nie erzählt. Ich wollte ihnen nicht wehtun, obwohl ich genau gewusst hätte, damit hätte ich reden können eigentlich. Sie war eben nie wie Gott, aber ich glaube, sie hat mir einfach dann auch
Werte vermitteln. Wir reden heute immer über Werte und auch in welchem Missbrauch das benutzt wird, dieses Wort. Aber sie hat mir etwas mitgegeben oder meine Großeltern haben mir etwas mitgegeben, was mich, glaube ich, was mir einen guten Schutzschild gegeben hat, um abzuheben oder um in einem Elfenbeinturm zu leben oder um den Blick auf das Leben zu verlieren oder den Blick auf eine Gesellschaft zu verlieren. Wobei ich sowieso denke, wie kann man Schauspieler sein und nicht am Leben teilnehmen? Wie willst du denn die Menschen darstellen? Dann sind es Kopfgeburten, das geht sicherlich auch, aber ich bin jemand, der es eben über die Emotionen sich nur erarbeitet. Und das bedeutet unter Menschen sein, Menschen sehen, Menschen beobachten, Menschen zuhören. Mit Blick auf dieses Jahr, haben Sie Silvester einen Wunsch in sich kreisen lassen? Ach Gott, das ist der Wunsch, den ich schon 20 Jahre habe. Das zelebriere ich, wie ich so ein Theaterstück zelebriere. Ja, nächstes Jahr mache ich ein bisschen weniger. Dann trinke ich ordentlich darauf und dann trinke ich so viel darauf, dass ich den Wunsch dann auch sofort wieder vergesse, weil ich ihn ja gar nicht einhalten kann. Danke, Ihnen, Experten. Sehr gerne. Ja, danke. Lebst du hier auf der Position? Ja, ich bin auf der Position.
große Wasser zwischendurch mal, ja? Natürlich, bitte! Lieber Mann, ja, komm wieder runter. We have to go. Yeah, we have to go. Next one here. Picture. Thank you. I have some expense. Yes, we take a picture. Thank you. I'm afraid we're coming back. Thank you. Hey. Lass mich in Ruhe! Ich hab gar nichts gemacht! Hört doch! Ich hab was? Hier, die beiden Mann! Die beiden Kameraleute hier! Kameraleute! Die beiden Kameraleute waren! Kameraleute, holt ihn mal raus! Hey, hier sind 200 Zeugen! Hallo! Hier sind Kameraleute hier raus! Hey! Hallo! Hallo! Hallo, die Kameraleute müssen weg hier! Hallo! Jetzt hat er mein Kind geschlagen.
Look up, please. And look up, please. Bitte nicht so
Miss Mara, please! Miss Mara, please! I gotta move on, guys! Miss Mara, please! Here on my end of it. No one? Thank you very much! Please keep an eye on it. Miss Moran, please. Thank you so much, Miss Moran. Enjoy Berlin. Thank you. How long do we need to go? Oh, I love it. Miss Moran. Thank you. No one? Helen, can I take a picture with you, please? Oh, I can't do that, darling, can I? Thank you very much. One picture, just one picture with you, but what about all these other people? Thank you very much. Thank you so much. You're very welcome, thank you. Thank you very much. Hello. And that's the last one. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you.
Straight ahead. Right a little bit, please.
Thank you.
Yeah.
Robert? 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 Robert, hier, hier, da. Robert! Robert? Robert! One look. This burger also has whatever you're ready. Robbie! Robbie!